Moin Moin, liebe Nexus Wars Freunde, hier ist mal wieder der Agri für euch am Start mit dem neuen Monster PC. Am Laufen ist er, am Rennen ohne Ende. Ja, und ich hoffe, das bleibt auch so, aber ich gehe mal stark davon aus. Ja, und ich bin mal wieder auf dem amerikanischen Server unterwegs, ein bisschen Nexus Wars zocken, weil das hier so ein bisschen anders ist. Und es macht hier auch ein bisschen mehr Spaß als auf dem European Server. Ja. Es ist einfach so, ja, also nicht von den Leuten her, sondern einfach von den Arcade-Games her, weil es hier wesentlich mehr Abwechslung gibt und hier aber der neueste Shit am Start ist. So, und jetzt wollen wir nochmal eine Runde rocken und los geht's. Ja, es darf sonst noch was sein. Bitte ein Döner mit ganz wie scharfer Soße hätte ich gerne. So, und wir werden jetzt mal hier, ich glaube, ich werde mal Zerg wählen. Select gerade. Cool Steel. Nicole Steel meine ich, nicht cool. So, erstmal zwei Zerklinge. Pütchen hingepusht. Hingeplockt. So, und da werden schon jeweils zwei Zerklinge gepulvert. Insgesamt dann nötig dann vier aus jedem Pool. Kommen sie raus und da sieht man schon, da drinnen brodelt es. Ne? Wie in einem Hexenkessel. Zack, und da kommen die ersten. Vier Zerklinge schlüpfen aus dem kleinen Pool, denn jetzt haben sie genug gebadet. Jetzt kann es wieder los zum Feuern gehen. Changelog, ja, da haben wir jetzt nicht raufgeguckt. Scheiß die Wand an, ist egal. Sieht mich auch gerade gar nicht, denn ich will hier immer nur zocken. So. Und dann bin ich mal, ein Reaper. Von Gummio. Aber der hat auch keine Chance gegen meine Superlinge. Ja. Ma. Weggeschnerzelt. So, und was holen wir uns danach? Holen wir uns mal so einen Rüsch. Vielleicht. Wollte ich, glaube ich, holen wir erstmal noch einen Link dazu. Ah. Der Pool war leider nur nicht fertig. So, synchronisieren wir die gleiche nochmal. Ja, das machen wir erst gleich. Mal gucken, was hier am Start ist. Och, Cold Steel. Treibst du denn da wieder? So, die brechen wir weiter nochmal ab. Dann spawnen wir, lassen wir nochmal gleichzeitig spawnen. Oh, hauawa. So ein Baneling wäre doch schon nicht schlecht, glaube ich. Jetzt sind die gleich wohl schon kurz in der Base hier drinnen, ne? Und rauf auf die alte Otte. Ey, du Pimmelbert, bleib da mal stehen. Hallo? Ah, da kommen die ersten. Und die weiteren Zerschlinge. Flex, Flex. Hast du ja Drohnen gebaut? Wie geil ist das denn? Der Jute Jedi. Aha. So, und jetzt holen wir uns hier noch einen Rutsch dazu. Ah. Schade, leider gibt es erst den Kämpfer, wenn das Gebäude fertiggestellt ist. Das zackt so ein bisschen. Ich glaube, ich muss hier mal meine Geschwindigkeit hier so ein bisschen umstellen. Steuerung. Was? Scroll mit der Maus? 20%? Verarschen? Ah, jetzt geht das auch schon wieder ein bisschen zügiger. Ist ja voll nervig. 20%. Wer spielt denn das bitte schon auf 20%? Keiner. Gucken wir hier mal kurz rein. Boah. Sound sieht so gut aus. Kann so bleiben. Ach, jetzt gibt es hier auch Vote Kick, kann man jetzt auch machen, sehe ich gerade. So ein Schwachsinn. So ein Schwachsinn. Echt. So, und soll spare ich jetzt mal auf so ein Vampire? Ne, ich glaube, ich hole mir erst noch ein bisschen irgendwas Geiles dazu. Vielleicht so eine Killer Queen. Oder noch ein Hydra, eine Hydra. Eine einköpfige Hydra. Ja, jetzt läuft das schon ein bisschen besser. Oh, da kommen die Banes. Ah, no! Alter, derbe weggesplasht. So, dann setze ich doch hier auch mal einen Kamera-Screenshot. Kann ich mich immer schön zwischen den beiden Punkten hin und her springen.
Yeah! Rauf auf die Otten! Schleppt sie euch rein. Ah, der Jedi hat sich schon schön Kampfhelion produziert. Ah, wird alles weggefackelt. Der fackelt nicht lange. Haha. Los, ran an die Front mit dir. Du kleine Scheißschabe. Oh, das sieht gut aus. Oh, da sehe ich, glaube ich, das ist ein DT. Ein DTchen. Der macht mir Wehwehchen, der DTchen. Das wollen wir natürlich nicht. Muss natürlich erstmal was gegenbauen. Scheiß DTs. Immer das Gleiche. Ah, er bräuchte immer einen Reaper. Jetzt geht das nicht. Got it. Gut. Hada. Holla. Der alte. So. Jetzt sparen wir erstmal wirklich auf den Benpa hier. Oh, ist denn nicht so teuer, wer? Ja, das ist schon natürlich. Aber hier hinten sind auch schon Queens. Ja, weil die Queens, die verbreiten so schön Schleimchen hier. Zap, zap. Machen wir doch nochmal eine dazu. Oha. Ah, was so ein DT alles bringt, ne? Ist echt schon krass. Ah, da ist er, den DT. Ah, gut, er glaubt dran. Er muss dran glauben, der Gute. Aber die Banes hauen ja auch sowas von rein. Bam, bam, bam! Alter Falter. Aber jetzt safe ich erstmal für den Benpai. Muss einfach sein. Ah, die habe ich auch schon an den Benpai geholt hier. Deswegen. Brauchen wir natürlich auch. Boah. Na, und gleich gibt's. Kann ich. Ah, ist es soweit. Da kann ich ihn mir gönnen. Den guten. Extravaganten, super stylischen Benpai. Und dies erhöht natürlich mein Income. Um 16. Oh, jetzt habe ich schon schön 47 Income. Das geht schon klar auf jeden Fall. Ach, cool, Stil. Komm, hör mal auf, da an deinem Rechner rumzufummeln. Nimm die Finger aus dem CD-ROM-Laufwerk. Ah, der versucht sich bestimmt gerade mit dem Netzwerkkabel zu erhängen. Oder so Rubies. Ich will dich beleben. Ich kann das Spiel hier nicht. Fertige Menschen. Überall ist fertige Menschen. Dach und Nacht. Fertige Menschen in StarCraft. Fertige Menschen. Machen schlapp. Fertige Menschen. Überall. Fertige Menschen. Ah. Uhauaua. Da drüben ist hier aber Paddy Safari, da muss ich mal rüber sausen. Jude, geil. Der hat einen Geil zwischengetrieben. Treib ruhig einen Geil zwischengeil. So, ich will hier den Tank reparieren. Den Tank. Kann ich hier auch. Ne, brauche ich gar nicht. Gut. Geht auch so. Ich glaube, jetzt mache ich erstmal eine Vampire-Upgrade hier. Das Vampire-Upgrade. Wir brauchen mehr Mineralien. Die Zeit ist reif dafür. Und? Gib mir 8. Ah. Dieser Knies. Da gibt es frisch 16 Income dazu. Schon 69.
momentan von allen am höchsten. Aber Komio ist ganz nah dran mit 68 momentan. Oh, herrlich. LOL. Mua, wie schlecht ist das denn? Die können doch jetzt nicht schon nuken. Was sind das denn für Pimmelbären? Das ist ja mega schlecht. Einfach mega schlecht. Mega schlecht. Das ist ja Kacknoob. Hoch 3 ist das ja. So, jetzt holen wir mal Queens. Ein bisschen Dr. Queens. Alter! Oh, du, das war auch mega. Mega schlecht war das. Brech ich einmal mein Gebäude ab. Das war gar keine Absicht. Wie geil. Ich wollte eigentlich nur abbrechen. Also, abbrechen wollte ich schon. Aber. Nur, dass die. Damit die Gebäude synchronisiert werden. So. Und. Was hole ich mir jetzt? Ah, ich glaube, ich habe mir noch mehr Queens. Ich bin schon unterwegs. Queensinatoren. Also richtige Queen Power hier machen. Wir brauchen mehr Mineralien. Ich mich, King of Queens bin ich dann. King of Queens. Oh, Hauer war. Die fangeln hier schon wieder ganz gut rum da. So, und jetzt synchronisieren wir nochmal alle Farb. Na, nächstes Upgrade 450. Ja, das sollte ich denn noch nicht machen. So, was holen wir uns jetzt mal dazu noch? Mutterlisk vielleicht mal? Eine Mutterlisken. Oder auch zwei. So. Kurz synchronisieren. Zap. Mal gucken, wie die hier so rausschlüppen. Das ist natürlich geil. Oh, das zieht. Ah, zu viele Fangler einfach. Na, hol ich mir den ersten Brutlord jetzt mal. Den ersten Brutlord, da ist er. Da kommt er. Ah, es sind noch viele Phasengleicherchen. Das ist natürlich gefährlich. Gefährlich ist es hier. Oh mein Gott, es sind so viele Infestoren. Ich glaube, ich muss mir an den Kopf fassen. Oh nein, ich habe voll Angst, habe ich. Ganz dolle. Ich glaube, ich klick, prack, plack, kriege ich. Plack. Ja, ich sehe es. Ja, darf sonst noch was sein? Colassa? Cola? Oh, eine Cola hätte ich jetzt auch gerne. Hast du eine? Ja, passt doch alles. Noch brütige Brutlords haben wir doch hier. Ja, ja. Chill mal down. Ist doch noch gar nichts, was ich rappen müsste. Außerdem hole ich mir gleich die fette Okolyten kennen. Zap. Das ist doch alles. Kein Problemchen. Da lache ich ja drüber. Nubi sind die doch. Gar keine Chance. Gegen meine Killer kennen. Oh lol. Dann juken die wirklich. Wie schlecht ist das denn? Das ist ja mega schlecht. Wie kann man denn so früh juken? Das macht doch keine Sau.
echt schlecht. Echt verdammt schlecht. Da hätte man es ja wirklich nochmal testen können, ob man es vielleicht doch nochmal schafft mit zwei Cannons. Lass mal juken, ne? Oh, lass mal schön juken. Immer schön juken, ne? Echt schwach. Fällt mir nicht zu ein, fällt mir da nichts. Ich glaube, ich mache einfach mal fette Queens. Arsch, dann könnte ich das so ein bisschen umstellen. Das ist gut. Noch mehr Queen sonst. So. Einfach volle Pulle Queensens. So, schauen wir hier nochmal hin. Nachher noch ein paar Ullis dazu holen oder sowas. Oder ein paar schöne Luftanheiten. Schöne Brutlords. Dann läuft das auch mit den Wellen. Ah, da kommen die nächsten. Ah, da nochmal so. Komm schon, mehr Mineralien. Los, komm. Los. Und da auch nochmal eine Queensin hin. Hier auch noch. Und da noch eine. Na komm schon. Mehr Öcken brauche ich einfach. Hallo? Ah, ich sehe. Und weiter geht's. Weiter geht's. Einfach Massive Queens. Geplockt. Alter, die laufen mir da einfach zu viel durch. So, hier nochmal. Hier nochmal. Da nochmal. Ah, es sind schon einige. Ero bremst das Spiel, also Ero. Das geht aber nicht. Hör bitte auf damit. Das ist nicht in Ordnung, sowas. Soll nicht einfach das Spiel bremsen. Oh, wird da auch schon wieder genugt. Schön. Schön, schön. Guck mal, wo hat das Spiel schon verlassen? So, und jetzt synchronisieren wir die doch gleich alle mal, wenn alle aufgebaut sind. Jo. Zap! Schön synchron. Laufen sie jetzt. Die Queensens. Na, wie viel habe ich hier überhaupt? Soll ich mal wissen? Oh, 26 gleichzeitig. Kann man schon mit arbeiten. Jetzt hole ich mir das Upgrade- und Heroes-Gebäude noch kurz. Na, wo haben wir das denn? So, da ist das. Jetzt holen wir uns mal ein paar Zerg-Upgrades noch. Panzerung erstmal. Und Angriff. Mutation abgeschlossen. Mutation. Haha. Geschlossen. Schön rappen die ganze Zeit. Da halten. Da halten schön lange durch. die Mutalisten. So, und jetzt holen wir uns hier nochmal ein paar Ullis dazu. Die guten Freunde, die Ullis. Auch nochmal ein. Dann mal nochmal gute Panzerung. Wollen wir uns erstmal dafür noch. Für die Ultralisken.
Jetzt sollten wir uns doch mal den Vampire, sollten wir auch gleich mal upgraden hier. 900 ist natürlich auch stolze Sümmchen hier, ne? So 274 Income habe ich jetzt. Boah. Kann man ja ein paar Ründchen mal warten. Alter, viele Bällen links. Viele. Alter, und fett Phasengleiter. Alter Verfalter, ey. Also, Startprofil mal entwickeln noch und dann holen wir uns ein paar Hydras dazu. Ein paar Hüdis. Geht ja nicht. Anders. Alter, der leckt aber ohne Ende. Na komm schon. Hallo. Oh fuck, ich hab Limit. Scheiße, ich hab Limit. Nein! Okay, dann muss ich doch noch erstmal ein paar Upgrades machen. So, lege ich es mal auf 4. Dann sollte ich mir vielleicht mal gleich noch ein Odin oder sowas holen. Und eine Jute Serra. Schauen wir mal. Alter Falter, ey. Gleich fliegt er raus, der Cold Steel. Jo. Murray. Dann jetzt einfach nur ein paar Upgrades dazu. Na, für uns sieht das hier gar nicht so rosig aus. Na, Queen sind ja auch nicht das Optimum dafür, ne? Aber ich gebe mein Bestes. Wie immer natürlich. Ich glaube, ich nuke einfach mal. Komm schon. Nuke mal nochmal schön hier. Mutation abgeschlossen. Kam ein bisschen spät irgendwie. Der Jute Nuke. Ein paar Upgrades wieder dazu. Ja, das ist GG, ist das doch. Alter, hat der viele Phasen, Alter. Ah, da kommen die Queens. Mein Computer bremst das Spiel. Wollt ihr mich verarschen? Mein Internet bremst das Spiel. Deine Mutter bremst das Spiel, echt. Aber nur weil es im Internet ist wieder. Guckt sich wieder heißen Typen an. Mann. Ja, das ist doch GG. Und Sieg. Best of. Kack Noobs. Wunderschön. So muss das laufen. Ich war bestimmt mega schlecht. Ey, geht. Ich bin auf Platz 4 momentan. Schön. Was heißt momentan? Ja, ich bin auf Platz 4, meine ich natürlich. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Aggressor. Haut rein. Ciao. Und viel Spaß beim Zocken wünsche ich euch.